Yo, 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 yo! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Wir fahren in der GT3-Klasse, mal was Exotisches. Im Aston Martin V12 GT3 auf Sagitto. Wir waren Fünfter, ich dachte Vierter. Schrittchen. Na egal. Ersten Startreihe zwei Bentleys. Extreme Zeiten aufgestellt, der eine ist 1,42 gefahren. Ich dachte, ich wäre mit 1,45 schon gut dabei. Aber war wohl nicht so. So, Anbremse zur ersten Kurve. Ich sehe nicht, ob einer rechts neben mir ist. Ja, ist auch einer rechts neben mir. Uah. Jetzt nicht mehr. Oh, oh, was ist hier los? Ah. Nein! Ah. Oh, der gute Start, also für meine Verhältnisse gute Startplatz. Direkt wieder kaputt. Jetzt haben wir den anderen, den vierten, den dritten Bentley im Nacken. Da geht der Audi aufs Kies. Und schwupps immer wieder Fünfter. Ja, die Bentleys fahren da vorne ihr eigenes Rennen. Schon nach einer Dreiviertelrunde. Sind bestimmt schon 3 Sekunden Abstand. Auf den Drittplatzierten. Auf den wir jetzt, oder auf die zwei wir jetzt hoffentlich bald aufschließen können. Die anscheinend beide eine Strafe bekommen haben. So, und jetzt wird's brenzlig. Was mache ich? Und das könnte lustig werden, jetzt hier auf der Geraden. Zu dritt in die erste Kurve rein. Wann bremst der Kollege? Ah. Huch! Was war da mit dem McLaren los? Wo ist er hingefahren? Ja, das sieht auch nach einer Strafe aus. Oh, nice. Ey, so muss das sein. Respekt. Hat er ganz fair Platz gemacht. Damit rechnet man, oder damit rechne ich allgemein ja gar nicht mehr. Mit dem, was mir hier schon so alles erlebt hat. Von daher Kompliment an den Serg. 77930. Wenn er es war, ich glaube schon. Kann ich gleich mal umblicken. Ah, die Kurve fahre ich nie gut an. Ja, hinter uns ist der Ruf wieder, von daher war es der Serg. Danke nochmal dafür. So gehört sich das nämlich. Man, hin und wieder kann man es nicht kontrollieren. Das sehe ich auch bei mir selbst, gerade wenn man irgendwie... Oh, jetzt kommt er aber, jetzt kommt er aber. Ich versuche innen zu bleiben. Hin und wieder, wenn man irgendwie aufs Kies kommt und er dadurch irgendwie wieder schnell zurückfegt, die Karre. Oh nein, ich will dich nicht rammen, ich will dich nicht rammen. Oh. Brenzliche Sache. Wieder eine Strafe. Scheinbar, ja. Und wieder fair Platz gemacht. Ach, das ist doch schön. Oh. Beschleunigen auf dem Curb. Gruselig.
Ja, die zwei Bentleys vor mir. 9 Sekunden nach 3 Runden. Nicht mal 3 Runden. Vorsprung. Das ist schon nicht so schlecht. Aber der Bentley ist sowieso overpowered. Boah, da hatten wir keine Chance mit den anderen Autos. Außer vielleicht mit dem Ginetta. Da stehen schon 2 Leute an der Box, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, genau, der Serg ist an die Box gefahren. Der hatte wohl keinen Bock mehr. Und noch ein anderer. Sieben Sekunden Vorsprung auf den Viertplatzierten. Das sollte eigentlich reichen für den dritten Platz. Den dritten Platz ins Ziel zu bringen. Aber so wie ich mich kenne, huch. Aber eine coole Strecke, also es macht richtig Spaß hier auch in der Klasse zu fahren. Von daher kann ich nur wärmstens empfehlen. Da sind nicht ganz so viele Hubbel drin. Da kriege ich immer eins zu viel, wenn die Karre da so hin und her hüpft. Wie so ein Lowrider. Lowrider. Ja, egal jetzt. Das laber ich schon wieder. Die Strecke ist ja der Suzuka-Strecke, die man von der Formel 1 meistens kennt, nachempfunden, bis auf 2 kleine Unterschiede. Und zwar die Schikane hier kurz vor Schluss. Die fehlt hier in dem Layout zumindest. Und ja, nach der Doppelrechts, die jetzt hier in 5 Kurven kommt, geht es normalerweise nicht dann links steil berghoch. Was wollte ich sagen? Ach genau. Geht's doch nicht links berghoch. Also nicht jetzt hier, sondern in 3 Kurven. Verfluchte Axt. Ja, ich hab's doch gesagt. Die 7 Sekunden sind weg. Ah, ekelhaft. Ich erkläre es einfach hier. Also hier rechts rum. Und hier nochmal rechts rum. Mann! So, normalerweise geht es jetzt hier geradeaus weiter. Und dann kommt dann so eine Haarnadelkurve und dann kommen wir hier von rechts wieder hier auf diese Passage. Das ist der, ja, Originalstreckenverlauf. Aber da hat es wohl irgendwelche Lizenzproblems gegeben. Daher auch der andere Name. Und deswegen fahren wir hier auf Sakito. So. Haben wir noch einen Aston Martin-Kollege hinter uns. Den Koriganek. Müssen wir jetzt hier die letzten 2 Kurven noch in Schach halten. Genau, und hier ist normalerweise die Schikane. Da kommt man dann hier wieder drauf. Ja. Eine Runde mehr und ich hätte den dritten Platz noch abgegeben, wahrscheinlich. Ja, jetzt kannst du mich ruhig überholen. Gut, gut, gut.
das wäre es dann erstmal gewesen. Ich mache jetzt ab zum Friseur. Sehe aus wie so ein... wie ein Nicht-Mensch. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.